Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Heute gibt es nochmal ein kleines Mini-Transfer-Update, denn heute hat sich auch Benjamin Weber auf der PK nochmal zu möglichen Transfers geäußert. Andererseits möchte ich auch noch ein kurzes Verletzten-Update geben und dann auch noch mit einem Mini-Vorbericht zu Wiesbaden abschließen. Morgen kommt aber erst mein endgültiger Vorbericht zum Spiel gegen Wien Wiesbaden. Ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst über die heutige Pressekonferenz. Heute hat Paldada etwas über die Verletzten-Situation auf der PK gesprochen und hat da vor allen Dingen über Fabian Reese gesprochen und hat uns alle eine Information gegeben, die wir so sehnsüchtig erwartet haben. Fabian Reese wird bald wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Momentan ist er in der Aufbauphase. Schritt für Schritt wird die Belastung bei Fabian Reese erhöht und er wird möglicherweise schon zum Pokalspiel in 6 Tagen gegen Kaiserslautern einen Joker-Einsatz von 10 bis 20 Minuten bekommen. Paldada hat gesagt, dass vor allen Dingen auch die Ärzte jetzt alles dafür tun, ihn für dieses Spiel fit zu bekommen. Je nachdem, ob dann die Ärzte grünes Licht geben, wird Fabian Reese auch im Pokalspiel sein Comeback feiern und das brauchen wir so, so dringend. Ich sag's aber auch mal so, wie es ist. Reese hat jetzt ein mehrwöchiges Sportverbot, hat einige Wochen überhaupt keinen Sport getrieben. Von daher ist er nicht fit und er muss erstmal fit werden, indem er behutsam aufgebaut wird. So, das ist jetzt erstmal Schritt Nummer 1. Aber ansonsten ist es tatsächlich auch so, dass sich so langsam unser Lazarett, es lichtet sich langsam. So langsam werden alle Spieler Schritt für Schritt wieder fit. Aktuell sind nur noch Benze Dardai, Ibo Maser zu Teil noch und August Rochel wirklich nicht fit und verletzt. Für das Spiel gegen Wien Wiesbaden fehlen nur noch 3 Spieler, nämlich Rochel, Benze und Reese. Das sind die 3 Spieler, die ausfallen. Bei Duziak, er kehrt jetzt Schritt für Schritt immer mehr ins Mannschaftstraining zurück und wird dann möglicherweise auch bald sein Comeback feiern. Das gleiche gilt für Ibo Maser, wobei Ibo Maser jetzt erstmal schrittweise auch in der U23 aufgebaut wird. Er war ja seit dem Sommer raus, hat in dieser Saison bisher noch gar keinen Einsatz gesammelt. Möglicherweise sammelt er erstmal Spielpraxis in der U23 und auch dort muss man erstmal abwarten. Aber er ist wieder fit, trainiert im Mannschaftstraining mit und so langsam erkennen wir auch einen viel, viel besseren Konkurrenzkampf. Ein Konkurrenzkampf, der, glaube ich, uns in der aktuellen Situation so unfassbar gut tut. Bei Hertha rechnet man damit, dass spätestens in einem Monat wieder alle zur Verfügung stehen. Und der Konkurrenzkampf, den ich gerade schon erwähnt hatte, der wird dazu ja nochmal richtig angeheizt. Jeder muss alles geben, um überhaupt in den Kader reinzukommen. Und wir können auf verschiedene Positionen aus dem Vollsten schöpfen. Und es wäre so unglaublich wichtig für die Phase in der Mitte der Saison, wenn wir dort zum Beispiel auf der Zehnerposition, auf der Flügelposition einfach mehr Optionen haben. Das würde uns auch variabler irgendwie gestalten, dann können wir gegen defensiv orientierte Gegner etwas offensiver aufstellen, können dort vielleicht eher mit einem Achter arbeiten, anstatt mit einer Doppel-6. Und das macht uns sehr, sehr gefährlich und ich hoffe, dass alle weiter fit werden. Wie gesagt, bei Rochel dauert es vielleicht noch knapp einen Monat, bei Benze müssen wir auch erstmal abwarten, möglicherweise wird Benze auch ähnlich wie Ibo Maser erstmal in der U23 wieder aufgebaut, aber trotzdem, das ist ja wirklich top, sollten alle Spieler so langsam aber sicher wieder fit werden. Wenn man das mal zusammenfasst, Palko Dardai hatte Mitte September, ich glaube beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig, sich eine Synemose-Verletzung zugezogen. Die ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ausprobiert worden. Palko hat sein Debüt, beziehungsweise nicht sein Debüt, sondern sein Comeback gegeben gegen Düsseldorf. War dort zwar ziemlich unauffällig, aber auch das ist ein wichtiger Spieler, der wieder zurückgekehrt ist. Ansonsten, Ibo Maser kehrt zurück, hatte sich, glaube ich, beim Testspiel gegen Molenbeek. Ja, gegen Molenbeek hat er sich verletzt, am Meniskus ist jetzt auch wieder drin. Im 4-2-3-1 kann er wirklich sehr gut als Zehner agieren. Und ja, wenn wir ehrlich sind, Duziak kommt wieder. Niederlechner ist jetzt, glaube ich, nur noch für das Spiel gegen Wien Wiesbaden gesperrt. Dann kommt er auch wieder zurück. Das ist ja wirklich top. Und dazu nimmt auch noch die Neuverpflichtung von Ayman Barkok, wo ich einfach sagen muss, dass das wirklich eine sehr intelligente Neuverpflichtung war. Ansonsten gibt es eine Sache dazu zu sagen. Hertha BSC, um jetzt mal zu neuen News zu kommen, plant laut dem Kicker keine weiteren Transfers. Das Transferfenster für uns ist zumindest auf der Zugangsseite erstmal beendet. Wir haben letzte Woche Ayman Barkok von Mainz 05 ausgeliehen und damit stehen für uns keine weiteren Winterneuzugänge mehr an. Und ich finde das tatsächlich auch ist absolut die richtige Entscheidung. Wir haben jetzt einen meiner Meinung nach wirklich breiten und ordentlichen Kader, sind auf vielen Positionen doppelt besetzt und haben
auch auf einigen Positionen wirklich Qualität. Vor allem der Transfer von Aimé Bacock ist wahnsinnig intelligent gewesen. Wir haben ja vor der Saison gesagt, beziehungsweise habe ich dann irgendwann September, August, November gesagt, ja, mir gefällt das nicht, uns fehlt ein Spielmacher, uns fehlt meiner Meinung nach aber auch ein rechter Flügelspieler. Mit Aimé Bacock hat man sich irgendwie so ein Paket verpflichtet. Er ist ein Spieler, er kann verschiedene Positionen ausüben, er kann teilweise sogar als Rechtsverteidiger spielen, er kann als Sechser spielen, als Achter, als Zehner, er kann aber auch auf Außen ausweichen und das macht ihn für uns zu einem richtig wertvollen Spieler. Er hat meiner Meinung nach ein ordentliches Tempo, ihm fehlt zwar teilweise die Übersicht und ja, wo ich sage auch das ordentliche Abspiel, aber trotzdem bringt er eine jede Menge an Technik mit, vor allen Dingen auch einen guten Abschluss und der ist sehr torgefährlich. Das macht ihn für uns zu einem Spielerprofil, zu einem Spielertypen, das hatten wir vorher im Kader gar nicht. Sowas hätten wir gebraucht in den ersten Spielen gegen Wien Wiesbaden, wo wir noch 0-1 verloren hatten. Da hätten wir genau so einen Spielertyp gebraucht. Und jetzt ist er endlich da und er ist so eine Art Spielmacher, der wirklich auf der 10 auch agieren kann, als echter Zehner. Nicht als hängende Spitze, nicht als offensiver Achter. Das kann er natürlich auch, aber er kann auch als Zehner agieren und den Raum auch sehr gut auffüllen. Von daher glaube ich, dass der Transfer von Aimé Bacock mehr oder weniger als Paket richtig schlau gewesen ist. Wir müssen natürlich abwarten, wie er bei uns ankommt, wie seine ersten Einsätze bei uns aussehen. Ich meine, er hat jetzt ein Spiel gegen Düsseldorf gespielt, da hat er 20 Minuten gespielt und wenn man ehrlich ist, ist er dort nicht gerade auffällig gewesen, aber das ist auch klar, er hatte vorher 2 oder 3 Trainingseinheiten im Team, das reicht vorne und hinten nicht. Von daher warten wir mal ab, wie es nach 2, 3, 4 Wochen aussieht. Und dann, wenn auch unsere Verletzten wieder mit dabei sind, beziehungsweise unsere aktuell Verletzten wieder alle fit sind, fit integriert sind, dann haben wir einen Kader, wo man wirklich sagen muss, ey, hier ist richtig viel Potenzial drin und dieser Kader hat das Potenzial, beziehungsweise sollte das Potenzial haben, um den Aufstieg mitzuspielen. Wir sind auf den Flügeln sehr gut besetzt mit Fabian Reese. Wir haben mit Haris Tabakovic einen der besten Stürmer der Liga. Das muss man so hart formulieren. Es gibt vielleicht auch bessere, aber Tabakovic gehört zu den Besten. Wir haben mit Bacock, mit Bouchardakis, ja, auch mit Pascal Clemens ein sehr, sehr starkes Mittelfeld. Mit viel Zweikampfstärke, aber auch mit viel Ruhe, Stabilität und einem guten Passspiel. Wir haben mit Kempf und Leistner, aktuell meiner Meinung nach nicht, aber rein auf dem Papier her, ein richtig gutes Innenverteidiger-Duo. Kempf ist zwar momentan sehr schwach unterwegs und möglicherweise passiert dort noch etwas, aber wir haben dort ein sehr starkes Innenverteidiger-Duo. Links haben wir mit Kabovnik eigentlich rein theoretisch einen der besten Linksverteidiger der Liga und Kenny ist ohnehin gerade eine absolute Granate. Und ich mag es nicht, wenn super viele Fans, eigene Fans, diesen Kader schlecht drehen. Denn der Kader ist so, wie er in dieser Form ist, wenn man den mit dem letzten Jahr vergleicht. Ein Team, was wahrscheinlich den Kader vom letzten Jahr sogar besiegen würde. Leidenschaft, Qualität, Breite. Ich finde, der Kader ist recht gut. Es gibt immer noch einige Schwachstellen, wo ich mir was anderes wünsche. Das habe ich ja schon in meinen 5-Wünsche-Videos gesagt. Aber an sich bin ich erstmal zufrieden damit. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir die Spieler in Form bekommen. Schernd ist gerade in Form und wir müssen alle Spieler ja, zu ihr Top-Niveau tragen. Das wird jetzt eine wichtige Aufgabe sein. Und dann, dass wir hoffentlich im Pokal gegen Kaiserslautern weiterkommen. Und das muss auch ohne Riese möglich sein. Palko Dardai muss sein Top-Niveau zeigen und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, über einige Transfers kann man trotzdem noch sprechen. Nur da es jetzt keine Neuzugänge gibt, heißt es nicht, dass es keine Abgänge geben wird. Es wird möglicherweise noch den einen oder anderen Abgang geben, nämlich die Einkaufsliste ist abgearbeitet. Wir sind auf der Zugangsseite durch. Auf der Abgangsseite gibt es aber 2 Spieler, die Hertha BSC noch verlassen können. Zum einen Kieran Nsona. Bei Kieran Nsona, der noch einen Vertrag bis zum Jahr 2026 hat, ist eine Leihe geplant. Er soll verliehen werden für Spielpraxis auf hohem Niveau. Bei Hertha BSC kommt er momentan nicht an Spielpraxis heran und eine Leihe ist laut Benjamin Weber geplant. Möglicherweise in die dritte Liga, vielleicht aber auch in eine ausländische Liga, vielleicht auch in seine Heimat, das wäre natürlich nochmal sehr schlau und dort ist eine Leihe geplant. Er ist wohl fit seit, ich glaube, Oktober, trainiert auch immer mal wieder mit den Profis mit, schafft es noch nicht, ein Spiel über 90 Minuten zu absolvieren, zumindest hat er es bei der U23 bisher noch nicht geschafft, deswegen ist eine Leihe genau das Ziel. Das heißt, Nsona könnte noch verliehen werden in diesem Transferfenster. Und Lukoki, der im Sommer vom ersten FSV Mainz 05 kam, ja, und bei uns sage und schreibe einen Profieinsatz gemacht hat, ihm will man grundsätzlich keine Steine in den Weg legen. Lukoki könnte Hertha BSC verlassen. Er möchte sich auch selber neu orientieren und
ja, möglicherweise wird er eben auch noch, auch jetzt hier in diesem Jahr noch wechseln, in diesem Winter. Aber wenn wir diese zwei Spieler, Lukoki und Nsone, abgeben, und dann haben wir auch noch Malida abgegeben, dann kann man meiner Meinung nach von einem sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sprechen. Wir müssen abwarten, wie die Spieler in Form kommen. Vielleicht sehen wir auch noch im nächsten Spiel noch die eine oder andere Schwachstelle. Das können wir dann abwarten und dann nochmal neu bewerten. Aber so an sich kann man jetzt von einem halbwegs fertigen Kader sprechen, wo ein gutes Niveau vorhanden ist. Ein Niveau ist vorhanden, die Qualität ist da und die Qualität auf dem Papier reicht rein theoretisch auch für einen, sage ich mal, für einen Kader, der um einen der Top 5 Plätze mitspielt. So muss man das ja eben sehen. Wir haben den besten Flügelspieler mit, die besten Stürmer, ein stabiles Mittelfeld, eine gute Innenverteidigung. Also eigentlich muss das ja reichen. Wir haben jetzt meiner Meinung nach nur noch die Aufgabe, Verträge zu verlängern. Bei folgenden Spielern läuft der Vertrag aus. Der Vertrag läuft aus bei Peter Pegarik. Da kann man natürlich den Vertrag auch mal auslaufen lassen. Er ist 37 Jahre und ist immer noch so ein wichtiger Spieler, beziehungsweise vor allen Dingen auch für die Kabine ein wichtiger Spieler. Jeremy Duziak, dort sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall an einer Verlängerung arbeiten. Bei Lukoki läuft der Vertrag aus, aber ich denke mal, das hat sich ohnehin erledigt. Bei Barkok läuft der Vertrag ja rein theoretisch auch nur bis zum Jahr 2024. Das liegt doch einfach daran, da er Leihspieler ist, aber es gibt eine Kaufpflicht. Damit haben wir im Endeffekt die Kontrolle, ob wir ihn fest verpflichten wollen oder nicht. Bei Deo läuft der Vertrag im Jahr 2024 aus. Da muss man abwarten, wie er in den nächsten Spielen sich entwickelt und ob eine Verlängerung Sinn ergibt. Und bei Benzet Dardai läuft der Vertrag 2024 aus. Das sind jetzt erstmal die wichtigsten Spieler. Dort sollte man, wie ich finde, auf jeden Fall an einer Verlängerung arbeiten. Aber das sind die Spieler. Ich denke mal, bei Benzet Dardai sind wir uns alle einig, sollten wir so schnell wie möglich verlängern. Vielleicht kommt da noch was ins Rollen, vielleicht kommt bei Kemp noch etwas ins Rollen. Ich bin gespannt. Die nächsten Tage wären nochmal etwas spannend, aber an sich ist für Hertha BSC, zumindest auf der Zugangsseite, das Wintertransferfenster für beendet erklärt. Jetzt steht das Spiel gegen Wien Wiesbaden an. Ich gebe alles, dass ich da bin. Mal gucken, die Deutsche Bahn macht mir da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung. Ich gebe mein Bestes, dass ich auf jeden Fall irgendwie da bin. Trotzdem, von mir sei gesagt, also das Wien Wiesbaden-Spiel wird meiner Meinung nach auch wieder so ein Spiel, da sehen wir, wo wir stehen. Wien Wiesbaden ist in keiner guter Verfassung. Gegen Magdeburg gab es zuletzt eine Niederlage und wir müssen dringend, um Anschluss zu haben, an den Relegationsplatz gewinnen. Es wird ein Spiel, das ist mehr oder weniger ein Pflichtsieg und wir müssen alles in Wien Wiesbaden rausholen. Wir können noch nicht aus dem Föhn schöpfen, trotzdem haben wir einen guten Kader, der dorthin fährt. Und ich bin auch dabei, hoffentlich. Morgen gibt es dann nochmal meinen konkreteren Vorbericht dazu, das heißt, schaltet morgen ganz gerne ein. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das erstmal mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video wieder. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns. Schönen Tag euch noch. Und tschüss.